Und damit blicken wir hier nach Deutschland, denn der Krieg in der Ukraine hat auch für unsere Politik Auswirkungen. Angesichts ihres Russlandkurses gerät Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig jetzt immer weiter in Erklärungsnot. Anfang des Jahres wurde eine Stiftung ins Leben gerufen, mit welcher die Ostsee-Erdgasleitung Nord Stream 2 fertiggestellt werden sollte. Unterlagen sollen zeigen, dass der russische Staatskonzern Gazprom als Mehrheitseigner direkt an der Stiftung beteiligt gewesen sein soll. Schwesig weist die Vorwürfe zurück. Die Landesregierung habe alle Entscheidungen selbst getroffen. Die Nord Stream 2 AG und Gazprom seien nicht federführend beteiligt gewesen.